06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Alex Hahn, im letzten Heimspiel des Jahres ein 2:0 Heimsieg gegen den SC Wiedenbrück. Ich glaube, so habt ihr es euch vorgestellt. Ja, auf jeden Fall. War sehr wichtig, dass wir auch dann mal wieder zu 0 spielen. Freut mich natürlich auch sehr als Abwehrspieler. Ansonsten war es natürlich ein Spiel, ich glaube, ich weiß wirklich nicht, wie viele Chancen wir erst halt uns ausgespielt haben. Habe ich auch selten so erlebt, muss ich sagen. Geht leider dann mit 0:0 in die Halbzeit und wird dann natürlich schwer. Umso länger es 0:0 steht, ist es natürlich für den Gegner einfach. Aber ich glaube, ich habe relativ früh dann das 1:0 erzielt. 48. Ja, das wusste ich auch. Sie war relativ früh zum Glück dann gut für uns und hat uns dann natürlich auf die Siegerstraße geführt. Bin natürlich darüber sehr glücklich. Aber ja, wichtig ist, dass wir am Ende 2:0 gewinnen. Ich wollte sagen, für einen Innenverteidiger das 1:0 machen, hinten die 0 halten, kannst einen Haken hinter einen sehr guten Arbeitstag machen. Ja, heute muss ich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht, auch leidenschaftlich zu verteidigen mit den Jungs auch hinten. Macht es sehr viel Spaß mit dem ganzen Team und ja, heute ist auf jeden Fall ein guter Tag für mich. Wie war es zwischendurch, als die ganzen Chancen nicht reingegangen sind? Fast hätten sie euch ja dafür bestraft, das wäre dann so der Klassiker gewesen. Einmal macht man sie selber nicht und hinten fällt einer rein. Tatsächlich, du sagst es. Ich hatte aber nie das Gefühl wirklich, dass es heute so passieren würde, sag ich mal. Ja, wenn du hinten stehst und dann siehst du die eine Chance, versiebst die zweite. Aber du musst mal weitermachen, das haben wir getan. Auch in der Halbzeit nochmal ganz klar angesprochen, dass wir gut spielen, genauso weitermachen müssen und das haben wir auch dann getan. Lukas Frenkel, es waren nur ein paar Sekunden, es waren aber für dich die ersten Sekunden und wahrscheinlich auch entsprechend emotional und schön. Auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt eine sehr lange Leidenszeit. Erst die Verletzung nach Lotte, dann kurz wieder fit gewesen und direkt wieder verletzt. Deshalb 9 Monate jetzt weg gewesen und umso schöner heute wieder da zu sein. Auch wenn es nur kurz ist, ja, die Atmosphäre, die begeistert einen dann natürlich direkt wieder und hat viel Spaß gemacht. Was ist dir so durch den Kopf geschossen, als der Trainer dann gesagt hat, Frank, zieh dich um? Eigentlich nur, ja komm, gib Gas. Nee, einfach, ich habe mich beeilt, damit ich noch möglichst lange natürlich spielen kann. Nee, und dann, als ich aufs Feld gekommen bin, dachte ich mir einfach, jetzt sind noch 2 Minuten. Die könnten eklig werden, wenn die noch lange Bälle spielen, weil wir nur 1:0 geführt haben. Und dann alles reinwerfen, clever spielen und ja, das hat am Ende dann auch ganz gut geklappt. Clever hast du es gemacht, immerhin in der Zeit auch noch einen Assist beigesteuert. Ja, war natürlich auch glücklich, dass der Torwart nicht mehr im Tor war, sonst wäre es schwer geworden, dass das dann zum Assist wird, aber ne, ich freue mich, also das ist natürlich ein schöner Zusatz und den macht Scheibe natürlich auch gut weg. Dann freuen wir uns, dich im nächsten Jahr wieder häufiger auf dem Platz zu sehen oder vielleicht auch noch einmal in diesem Jahr, aber Hauptsache auf dem Platz. Ich freue mich auch. Torben, dir das 2:0 gewinnt ihr gegen Wiedenbrück und wahrscheinlich mit so vielen Chancen, wie ihr in allen Spielen gegen Wiedenbrück zuvor noch nie zusammen hattet. Ja, das stimmt. Ich glaube, der Torhüter ist gegen uns auch immer sehr gut. Er hat auch ein paar Dinger gut gehalten, muss man wirklich sagen. Aber vor allen Dingen erste Halbzeit, da müssen wir 1 oder 2 Tore mindestens machen. Die haben wir nicht gemacht und dann ja, hat Ali das war den Stürmern die Aufgabe abgenommen quasi heute. Insgesamt aber eigentlich ein souveräner Auftritt von euch. Ja, grundsätzlich schon. Also ich glaube, wir haben das ganze Spiel über absolut dominiert. Wir hatten ja hinten raus eine leichte Phase, wo wir uns ein bisschen mehr hinten reindrücken lassen haben. Aber ja, dominanter Auftritt, aber wie gesagt, wir müssen die Tore machen. Aber ja, gut. Im Endeffekt kann man, glaube ich, heute schon noch im letzten Heimspiel gut zufrieden sein, dass wir das Ding gezogen haben, dass wir die Serie ausgebaut haben. von daher sind, glaube ich, jetzt alle ganz gut zufrieden, ja. Du hast gerade einmal angerissen, das letzte Heimspiel in 2022, das war für euch ein geiles Jahr im Preußenstadion, muss man so sagen. Ja, absolut. Vor allem, wenn du jetzt nochmal die Atmosphäre hier so ein bisschen mitbekommst, viele Zuschauer sind noch geblieben, um ein bisschen zu applaudieren und so, das macht dann schon sehr viel Spaß und war eine super Stimmung und ich glaube, wir wollen das sportliche Jahr jetzt noch vernünftig zu Ende bringen und freuen uns dann auf die Heimspiele im nächsten Jahr. Sascha Hildmann, ihr schlagt den SC Wiedenbrück eigentlich hochverdient mit 2:0, vielleicht ein bisschen knapper, als es sein müsste, aber ich denke, der Coach ist zufrieden. Ja, natürlich. Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, den Gegner absolut beherrscht, sehr viele Torchancen uns erspielt, belohnt sich da nicht mit einem Tor, kommst dann raus. Wir haben in der Halbzeit angesprochen, dass wir eben dann noch eine Schippe draufpacken müssen, den Gegner so lange bearbeiten, bis er drin ist. Dann machst du auch relativ zügig das 1:0. Und dann versäumst du einfach dieses zweite Tor. Und dann wird es natürlich ein bisschen knifflig am Schluss nochmal, weil dann Wiedenbrück mehr aufmacht. Wir hatten dann 2, 3 gute Umschaltmomente, Konterchancen. Die haben wir leider nicht reingemacht und so wird es nochmal spannend. Aber wir haben uns dann letzten Endes mit dem 2:0 dann am Schluss belohnt. Und es ist ein absolut verdienter Sieg. Und freue mich, dass wir das letzte Heimspiel hier für unseren tollen Fans, wo über 8000 Zuschauern heute gewonnen haben. Ist eine tolle Sache und freue mich einfach. Alle Spiele gegen Wiedenbrück hattet ihr bisher entweder höchstens unentschieden oder mit einem Torunterschied gewonnen. Aber die Chancen haben eben heute auch mindestens 2 Tore Unterschied einfach hochverdient gemacht. Mindestens 2 Tore, wie du schon sagst, wenn nicht sogar noch mehr. Letzten Endes ist es jetzt auch egal, wir haben es geschafft und das zählt. Und ihr
Man weiß es nicht genau, ob das letzte Spiel noch kommt, aber ihr seid Tabellenführer, ihr verabschiedet euch mit einem guten Spiel aus dem Preußenstadion. Ich denke, das stellt alle zufrieden. Ja, das ist so. Ich hoffe, dass unsere Fans jetzt schön ein bisschen feiern, dass sie das mitnehmen und dass wir dann am Samstag noch ein Spiel haben. Und dann geht es dann in die Pause.